Tag. Wenn so Remus, wir schaffen es. Bye bye, adios. Er geht erst um 8 wahrscheinlich zu ihm. Kalle ist noch ein bisschen im Aufräumstress. Er bringt seine letzten Sachen in Sicherheit, damit sie ihm nicht irgendwie abhanden kommen. Und er bestellt euch allen nochmal einen schönen Gruß. Er bedankt sich, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Er freut sich über die Unterstützung. Und das Letzte, was er dann gesagt hat zu mir, er ist sehr in Eile gewesen, ist, für ihn ist die Sache hiermit nicht beendet. Denn diese Auseinandersetzung um Wohnraum und Vertreibung, die geht ja weiter. Und das Nächste, was er auch im Kopf hat, ist die Pfälzer Straße. Also, wir bleiben hier, wir versuchen das weiter mit unseren bescheidenen Mitteln angesichts der Staatsgewalt, die hier aufgefahren ist, zu verhindern. Aber damit ist das hier nicht beendet. Schönen Gruß von Kalle. Fotografiert die Leute ab. Standard, so wie Blue TV, immer die Nazis dabei.
ihm noch ein Fettchen. Ey, der hat es nachts noch mal hier. Mal vorne so ein Ding. Ja, wir wenn wir uns ein bisschen Platz machen, geht es ein bisschen auch nach. Hier führt einfach nur ein Richterbefehl aus, der aber fragwürdig ist. Keine Gewalt für Hohen. Hey, hat man schon mal. Wir sind friedlich, was seid ihr? Wir sind friedlich, was seid ihr? Wir sind friedlich, was seid ihr? Wir sind friedlich. Ich hab keinen Knüppel bei. Ja. Ja? Ja. Nur eine Klobürste. Ihr macht Deutschland zu einem Gefahrengebiet, das ist euch klar, oder? Tim Bullen ist gerade der Spiegel abgefahren worden und noch ein paar andere Sachen vom Motorrad fallen ab. Heute ist Karl-Heinz Gehrig, genannt Kalle, aus seiner Wohnung geräumt worden. Ein massives Polizeiaufgebot von mehreren hundert Beamten ist eingesetzt worden, um die ganze Fontanestraße abzuriegeln und die gefälschte Eigenbedarfskündigung des Vermieters zu vollziehen. Die Wohnung von Kalle wird nicht für irgendeinen Eigenbedarf verwendet. Sie wird Luxus saniert und in ein teures Loft umgewandelt, damit der neue Besitzer ordentlich Geld machen kann. Und dafür fliegt ein Mensch, der 30 Jahre hier gewohnt hat, aus seiner Wohnung, aus seinem Fehler raus. Es ist ein Skandal, dass das hier passieren kann. Und es ist ein Skandal, dass hier hunderte Polizistinnen eingesetzt werden, um das gewaltsam durchzusetzen. Auch heute haben wieder mehrere hundert Menschen demonstriert, haben versucht zu blockieren. Nur einige sind ins Haus gekommen, um da zu blockieren, wurden von der Polizei da gewaltsam entfernt. Im Februar konnten wir noch mit 300 Leuten die Zwangsräumung von Kalle verhindern. Kalle hätte zum 16. Dezember aus seiner Wohnung müssen. Bis heute, zum 16. April, vier Monate später, hat er durchgehalten. Wir haben zusammen mit Kalle diese Wohnung vier Monate lang gegen die Miethaie verteidigt. Heute ist zwar ein trauriger Tag, aber gleichzeitig hat Kalle seinen Fall genutzt, um diesen Missstand öffentlich zu machen, um zu zeigen, dass Verdrängung in ganz Köln, im ganzen Land passiert und dass es nötig ist, dass Mieterinnen und Mieter sich dagegen wehren und sich zusammenschließen. Antikapitalista! Antikapitalista! Ja, die Bullen sind ein bisschen erblatt. Die Bullen sind ein bisschen erblatt. Ja, das war ein anderer Kopf. Ja, dann durch euch. Also, ich habe meine Wohnung verloren, habe wahnsinnig viel gewonnen. Wir haben ein Zeichen gesetzt. Das war beim letzten Mal schon riesig. Aber jetzt, ihr habt ja gesehen, was da heute los war. Wer sich für dieses Thema interessiert, weil das wirklich ein bundesweites, im Prinzip Europa- und weltweites Thema ist, dass es einfach zu leicht ist, jemanden mit Eigenlauf aus der Wohnung herauszubekommen. Na, und dazu sind die Zinsen so gering, dass die Leute natürlich diesen Markt für sich erobert haben seit Jahren. Leute mit viel Geld und ja, einfach komplette Straßenzüge, wie es bei mir war, auf der gegenüberliegenden Seite und da zwei Häuser aufkaufen. Da gilt es mal, endlich mal gegenzusteuern. Und ich sag, jetzt rede ich noch ein bisschen länger.
Wir hatten St. Pauli. Können wir noch ein bisschen warten? Okay. Die sind relaxed. Die sind relaxed. Okay. St. Pauli-Fans, das ist doch sympathisch. Also. Also wenn mehr Menschen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, von ihrem staatsbürgerlichen Recht zu demonstrieren, und ich habe es ja wirklich bis zum Schluss ausgereizt, und es war mir eine Freude, es war viel Stress, es war auch schon eine schlaflose Nacht dabei, aber dieser Protest war wichtig, und ich weiß, dass solche Proteste besser mit Personen funktionieren. Klar, der Fokus war auf mich oft gerichtet und ja, das war eben so, das nimmt man dann in Kauf. Okay, ich sag nachher nochmal was, wenn ihr mich noch hören wollt. Erstmal bedanke ich mich bei euch, bei allen. Christian, bei allen, du hast geile Mucke gemacht, ich hab's in der Bude gehört. Ronny Brinks war da, viel habe ich nicht mitbekommen. Aber es ist unglaublich, was seit letztes Jahr Oktober passiert ist. Und ich bedanke mich bei allen, die geholfen haben. Gut, nachher sage ich noch ein paar Worte. Erstmal vielen, vielen, vielen Dank. Lass uns weitergehen.